Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich bewerte eure Teams. Eine weitere Mega-Folge, aber vorher noch kurz und knapp die Stream-Ankündigung. Morgen Montag, der 20.04. Es gibt 17 Uhr einen Livestream, wie immer. Und ja, weiterhin Road to Rebic. Also das wird richtig, richtig nice. Vielleicht kriegen wir auch bald Rebic. Also seid auf jeden Fall da. Bei. Und ja, des Weiteren geht's jetzt hier auch los bei Ich bewerte eure Teams. Und ich habe mir auch ein Konzept erarbeitet. Und das ist ganz anders als bei anderen FIFA Mobile YouTubern. Und zwar, eigentlich hat bei mir jedes Team vom Anfang an eine 10 von 10. Aber es gibt Abzüge dabei, wenn ein Spieler auf der falschen Position ist. Da gibt es nämlich minus einen Punkt Abzug. Aber wenn er mehrere Spieler auf der falschen Position hat, da gibt es für jeden weiteren minus 0,5. Und wenn Spieler überhaupt nicht angebunden sind oder halt nur einen Link von vier Links haben, dann gibt es auch minus 1 und bei mehreren halt für jeden einzelnen minus 0,5. Ab dem Guesswert 93 muss eine Mindestchemie von 160 dabei sein. Bedeutet, bei weniger wird halt in 10er Schritten wird nach unten gegangen und für jeden 10er Schritt halt minus 1. Bedeutet, wenn jemand eine 140er Chemie hat, dann kann man gleich sagen, dass er 2 Punkte abgezogen hat. Also, dass 2 Punkte abgezogen werden, genau. Und wenn ein Guesswert eines Spielers deutlich zu niedrig ist, wenn du zum Beispiel ein 110er Team hast, aber trotzdem noch einen, sagen wir jetzt mal, 85er im Team hast, dann kriegst du auch einen Punkt Abzug, aber ich denke, das wird nicht vorkommen. Und man bekommt noch Zusatzpunkte, plus einen Zusatzpunkt, wenn alle Spieler aus demselben Verein stammen. Und man bekommt plus 0,5 Zusatzpunkte, wenn entweder alle Spieler aus einer Liga sind oder wenn alle Spieler aus einem Land sind. Genau, das ist mein Konzept, an dem ich mich auch festhalten werde. Ich habe es auch hier auf Papier. Vielleicht hört man das, wenn ich hier mit dem Papier rasche. Okay, vielleicht hat man es nicht gehört. Und ich denke, ich denke, dass wir jetzt auch loslegen mit den Leuten aus meiner Freundschaftsliste. Sehr schön. Und da haben wir hier ganz oben den Real Dragon 4. Okay. Schauen wir uns mal sein Team an. Und ich denke, ich werde mir für jedes Team höchstens eine Minute Zeit lassen. Okay, der hat auf jeden Fall ein ordentliches Team hier. 122, 240. Kann man sich auf jeden Fall gönnen mit einem Sing Sand Hu. Okay. Keine Ahnung, ob der gut ist oder nicht. Aber der scheint recht gutes. Ja, der hat gute Stats. Okay. Brauche ich gar nicht weiter fragen. Team gefällt mir. Eigentlich sind alle Spieler richtig, richtig nice. Also Hazard, Mbappé, Vela. Okay, ja, Vela, den hatte ich auch mal. Zidane, Fabian. Okay, Fabian hat nur 94, aber das ist jetzt eigentlich egal. Na, weil, ja, das ist jetzt nicht so krank weit unten. Carvajal, okay, Carvajal auf 97 gebracht, okay. Das Einzige, was mir hier auffällt bei diesem Team, ist halt, dass Kier, der gute Kier unten, 4 Links halt haben kann. Und, ja, leider, nur einen hat. Deswegen gebe ich dir da mal minus 0,5, also. Oder wie habe ich mir das ausgedrückt? Achso, wenn Spieler nicht. Dann muss ich dir minus 1 geben. Minus 1 Punkt. Und beim Torwart machen wir meistens eine Ausnahme, weil der hat halt einfach nur 2 verfügbare Links. Und deswegen kommst du im Endeffekt auf eine Bewertung von. Ja, 9 von 10. 9 von 10 für dich, lieber Real Dragon 4. Sehr schön. Und dann geht's auch weiter hier mit dem guten Rex. Schauen wir uns doch mal sein Team an. 120, 210. Also der hat auch auf jeden Fall ein ordentliches Team. Hier mit Lovren, Kimmich, Sergio Ramos, Marcelo, Rakitic, Zidane, Modric auf 100, Messi auf 100, Mbappé, Ronaldo und Courtois. Also richtig, richtig nices Team, kann man schon mal sagen. Das ist schon ordentlich. Du hast aber auch, schon 20 Ränge. Also, ja, du machst hier auf jeden Fall schon mal ordentlich mit, kann man schon sagen. Was mir halt auffällt, ist, dass Marcelo halt nur eine 90 hat. Da würde ich dir mal einen halben Punkt Abzug geben. Einen halben Punkt gebe ich dir mal Abzug, weil es halt, ja, 90 bis 120, das ist halt schon
sind halt schon 30 Guestpunkte Unterschied. Und ich weiß, dass es halt schwer ist, jemanden so hoch zu trainieren, ist ja klar. Aber Marcelo hat halt 90 und das ist schon ein bisschen wenig in Bezug auch zu den anderen Spielern. Und ja, Sergio Ramos hat, sonst ist alles okay. Lovren hat halt vielleicht noch, ja, okay, Lovren würde ich dir vielleicht nochmal einen Punkt abziehen, weil er halt, vier Links haben kann und er hat halt leider nur einen. Deswegen kommst du im Endeffekt auf eine 8,5 von 10 für dich, lieber Rex. Okay, kommen wir auch zum nächsten, dem guten Messi, dem guten Frank Smith, 119, 230. Und der hat einen Sancho, der hat einen Henri, der hat einen Sterling, der hat einen Neuhaus, Zidane, Gnabry, boah, Cuadrado, Cannavaro, Alaba, Davis. Das ist schon krass. Da muss man schon sagen, das ist schon krass, auch mit Donnarumma. Ja, das Einzige, was mir halt auffällt, du hast zwei Spieler auf der falschen Position, aber sonst krasses Team. Da gebe ich dir halt für einen minus einen und für den weiteren halt minus 0,5. Heißt, im Endeffekt kommst du auf eine... Sorry, Leute, Corona kickt. Im Endeffekt kommst du auf eine 8,5 von 10. Jawohl, Leute. Nice auf jeden Fall. 8,5 von 10 für dich, lieber Messi. Der gute Aaron ist als nächstes dran vom Packstrader. 118, 230. Das ist schon krass. Und natürlich, wer mir hier als erstes auffällt, ist natürlich Eusebio. Ist natürlich Eusebio. Einfach krass. Hat auch überall in die Kommentare geschrieben. hat auch überall damit geflext, dass er jetzt Eusebio hat. Sonst Messi, Rui Costa, Arthur, Sergio Ramos, Cavajal, Cannavaro. Was willst du da noch sagen? Davis, Courtois, boah, das sind schon echte Maschinen. Das sind schon echte Maschinen. Und ja, einen Punkt gebe ich dir, muss ich dir leider abziehen für Petit, weil er leider auf der falschen Position ist. Aber sonst richtig, richtig nices Team. 9 von 10 für dich, lieber Aaron. So, weiter geht's, Leute. Wen haben wir als nächstes? Den guten Simon. Ja, wen haben wir denn hier? Den Simon. 116, 230. Ja, der gute, gute Simon. The Gamer Simon, Grüße gehen auch raus an dich. Abonniert ihn nochmal. Hat das auch verdient. Macht echt geile Videos. By the way, jetzt mal gesagt. So, Donnarumma, Mane, Martial, Salah, Ndombele, Kante, Oxlade Chamberlain. Das ist nice. Joao, Cancelo, Cook, Van Dijk und Milner. Richtig nice Spieler, kann man schon mal sagen. Und wer natürlich hier auch raussticht, finde ich, ist halt Oxlade Chamberlain, weil es halt eine Karte ist, die man nicht so oft sieht. Und ja, ich denke, mir fällt eigentlich gar nicht auf, was man hier zu bemängeln könnte. Alle gut angebunden, alle auf der richtigen Position. Und ich denke, Leute, wir haben hiermit schon mal die erste 10 von 10 dieser Folge. Also Leute, richtig, richtig nice. Grüße gehen raus an dich, Simon. Nices Team. 10 von 10 für dich. Jawohl. Haben wir hier die erste 10 von 10. Okay, der Flo ist als nächstes dran. Der gute Flo FIFA Mobile. Der meinen Account gerettet hat. So, 114, 190. Der hat ein Bundesliga-Team. Und ich gucke gerade, es müssten alle aus derselben Liga sein. Alle Spieler einer Liga. Und ich denke, da kann ich dir einen halben Punkt schon mal als Zusatzpunkt draufrechnen. Denn, ja, alle aus einer Liga, das gibt einen halben Punkt Zusatz. Dann schaue ich mir doch mal ein Team an. Hier mit Neuer, Davis, Alaba, Akanji, Kimmich, Neuhausen, Kunku, Palacios, Raman, Werner und Hermann. Richtig, richtig nices Tor. Was sag ich denn hier? Richtig nices Team natürlich. Und, ich muss schon sagen, das ist richtig ordentlich. Das ist ein richtig, richtig ordentliches Team. Also, ich kann dir auch da eigentlich nichts weiter abziehen. Will ich auch gar nicht. Denn, ja, alles super verbunden, alle auf der richtigen Position. Was kann man da noch sagen? 10,5 von 10. Der erste, der hier über 10 erreicht hat, ist der gute Flo. 10,5 von 10 für dich, lieber Flo. So, der gute LOL ist auch am Start, der CR7. 112, 190. Schauen wir doch mal sein Team an. Jawohl.
Also das sieht auch auf jeden Fall schon mal ordentlich aus. Ich glaube, das ist ein. Ah, das ist nicht ganz. Das ist nicht ganz Bundesliga. Aber trotzdem mit Player, mit Reus, mit Gnabry, Weigel, Kabak, Akanji. Nices Team, muss man schon mal sagen. Hier mit auch Nacho. Nacho sticht natürlich heraus. Ich habe gehört, der soll jetzt kein so guter Spieler sein, aber passt ja bei dir sogar ins Team auch. Mit Gonzalo Guedes. Und ja, also nices Team, muss man schon sagen. Hier guter CR7. Ich guck gerade, von den Links passt das auch, weil auch Akanji hat zwei Links. Und hast du auf jeden Fall viele Ligen auch miteinander verknüpft. Finde ich richtig nice. Dass du hier auch, dass die ordentlich auch alle gut verlinkt sind und auch fast alle auf der richtigen Position, denn ein was ist mir gerade eben aufgefallen, der gute Reus hatte leider die falsche Position, deswegen ein Punkt Abzug, trotzdem für dich eine 9 von 10 für dich, lieber LOL, sehr schön, 9 von 10 für dich und genau, dann machen wir jetzt auch hier weiter mit LOL23, der gute LOL23, 111, 190, schauen wir doch mal hier sein Team an. Er hat auf jeden Fall einen Gikiewicz im Tor und dann noch Werner Sancho, als ob er Sancho hat. Krass, das ist echt krass. Dann Nkunku, Scholz, okay. Neymar, Gnabry, Trimmel, Nacho, Sergio Ramos und Davis. Ja, also was kann man dazu noch sagen? Das ist ein ordentliches Team, richtig, richtig nice, auch mit so Ligen verbunden und so. Denn ich glaube, nein, okay, ja, Nacho Fernandes und Sergio Ramos sind nicht Bundesliga, ja moin, das war's komplett, aber, nices Team, richtig, richtig nices Team und genau, ich gucke sie mir hier gerade noch so an, ich glaube, ich gebe dir nirgendwo Abzug, denn alle auf der richtigen Position, alle gut angebunden, Chemie in Ordnung, alles in Ordnung und ja, dann würde ich jetzt auch an dieser Stelle sagen, das ist eine 10 von 10 für dich. 10 von 10 für dich, lieber LOL23. So, dann gucken wir hier auch weiter. Wir haben schon ordentlich welche bewertet hier. Als nächstes, der Adam ist am Start. Der Adam von der Liga, wie hieß er? Frozen Viewers. Interessant, mal eine andere Liga. Schauen wir uns doch hier mal sein Team an. Also ordentliches Team hier mit Donnarumma, Martial, Eusebio, Zidane auch dabei, Hendrik, Cassie, Sterling, De Vries, Romagnoli, Caldara, okay. Kenne ich jetzt nicht, aber wenn du ihn feierst, kannst du natürlich gerne im Team haben und natürlich Saint-Maximin. Nice Team auf jeden Fall hier. Du hast ordentlich auch was verbunden, muss man schon sagen. Auch Eusebio sticht auf jeden Fall auch raus mit Zidane auch. Wo ich dir halt noch ein bisschen Abzug geben muss, ist halt leider, dass halt ein paar Spieler auf der falschen Position bei dir sind. Aber, ja, das ist auch nicht so viel, denn ich muss ja am Anfang halt einen Punkt abziehen und dann muss ich dir noch für Saint-Maximin noch einen halben Punkt abziehen und für Sterling noch einen halben. Bedeutet, du kommst dann im Endeffekt auf eine 8 von 10. Ich glaube, sonst hast du alles richtig, genau, mit, ja, sonst alles gut verlinkt und, ja, dann würde ich jetzt auch an dieser Stelle sagen, das ist eine 8 von 10 und dann geht's auch weiter hier mit, ja, Psycho Andrea, den hatten wir noch nicht, den guten AJ hier, den guten AJ hier, der Psycho Andrea, 120, 220, oha, er hat keine Liga, also AJ, wenn du Bock hast, komm mal bei uns in die Liga, wenn du Bock hast, auf ein bisschen was zu gewinnen. ja, schauen wir mal sein Team an, also, ja, was willst du sagen, das ist einfach AJ. Er hat Donnarumma, Martial, Gonzalo Guedes, Zidane, Oxlade-Chamberlain, hier haben wir wieder die Oxlade-Chamberlain-Karte, die ich schon vorhin bei The Gamer Simon gesehen habe. Ikone, Gnabry, Aurier, Cannavaro, Caldara, ja, das sind schon ordentliche Spieler, muss man schon sagen. Das ist schon, ja, ein anderes Niveau, dieses andere Niveau. Ränge hast du auch 20, wow. Also, was kann man da noch sagen? Alle Spieler auf der richtigen Position, alle gut angebunden, glaube ich. Ich kann ja nochmal gucken. Ich glaube, ich habe hier nichts übersehen. Genau, alles richtig angebunden. Und, tja,
Was kann man da noch sagen? Sind die eigentlich alle aus... Nee, die sind nicht aus der gleichen Liga, glaube ich. Nee, sind nicht aus der gleichen Liga, okay. Dann würde ich jetzt auch sagen, das hier ist eine 10 von 10, lieber AJ. Ja, weil da gibt es einfach nichts zu meckern an diesem, ja, Team. Und genau, dann geht es auch weiter hier mit der coole Hendrik Stemmann hier. 119, 220, der hat ordentlich was gespielt. Oh, Bundesliga-Team, oder? Jetzt sind alle Leute Bundesliga, ich muss kurz gucken. Ja doch, alles Bundesliga, nice Team, schon, kann man jetzt schon mal sagen. Also da gibt es schon mal einen halben Punkt auch drauf, obendrauf, weil Bundesliga gibt einen halben Zusatzpunkt. Dann, Rahman, Player, Luke Bakio, Neuhaus, Kamada, Demir Bay, Davis, Kabak, Elvedi und Bender. Was willst du da noch sagen? Alle richtig angebunden, wirklich jeder hat einen Link, das ist einfach krass. Leute, das ist einfach krass, dieses Team. Was willst du da noch sagen? Das ist ordentlich. Das ist ja fast alles ist Bundesliga-Rivalen-Spieler. Was ich jetzt überhaupt nicht schlimm finde, weil, ja, ich habe auch eigentlich fast nur Bundesliga-Rivalen-Spieler im Team. Und da würde ich auch sagen, dass dieses Team eine 10,5 von 10 ist. Richtig nice. Also genauso wie Flo FIFA Mobile. Nice Team, eine 10,5 von 10. Jawohl. So, dann muss ich jetzt gucken, wen ich hier alles schon bewertet habe und wen natürlich doch nicht. Den 1, 2, 3 habe ich doch nicht bewertet. Schauen wir doch mal sein Team an. Er hat auch keine Liga. Also komm, du kannst gerne natürlich in unsere Liga kommen, wenn du möchtest. So, schauen wir uns auch mal sein Team an. Und es ist auch ein Bundesliga-Team. Das heißt, schade. Es wäre ein Bundesliga... Achso, doch. Oh, stimmt, Hennings, der ist ja nicht mal zweite Bundesliga. Ups, ich dachte, Hennings ist zweite Bundesliga. No front an Hennings. Also du kriegst auch einen halben Punkt obendrauf, weil alles Bundesliga ist. Und genau, also auch Bundesliga-Rivalenspieler, die sind hier am Start, wie man erkennen kann. Also auch Niklas Stark, boah, das ist krass. Hummels, Bender, Sabitzer, Neuhaus, Demir Bay. Und ich sehe auch überall Links, überall sind Links. Also das ist echt krass, auch hier Neuer, alle auf der richtigen Position. Was willst du da noch sagen? Was willst du sagen? Das ist eine 10,5 von 10. Halt die 0,5 obendrauf, weil alle Spieler aus einer Liga kommen. Nices Team und 10,5 auch an dich. Ja, die Bewertungen heute sind ordentlich schon mal. Die sind schon mal ordentlich. Dann den guten Ha-h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 a. Keine Ahnung. Den guten XXXX Floco XXYT. Ich glaube so, oder Elias oder so. Irgendwie so hieß er. Schauen wir mal sein Team an. Und das sind auch Spieler mit dabei, die sonst man nicht so oft sieht. Zum Beispiel einen Jahrstein, einen Augustinsson, einen Brand. Das sieht schon mal ordentlich aus. Dybala, achso, okay, er hat sich Adidas GMR gegönnt. Das ist krass. Piontek, Gnabry, Alaba, Neuhaus, Forsberg, Akanji. Nice Team. Und ich glaube... Na, Dybala ist leider nicht aus der Bundesliga. Wäre auch zu schön. Sonst, nices Team, alle auf der richtigen Position. Was willst du noch sagen? Ich glaube, du weißt schon, worauf ich hinaus will. Denn es ist einfach starkes Team. Richtig, richtig starkes Team. Und natürlich, Dybala sticht hier heraus. Und ich gebe dir eine 10 von 10 auf dieses Team. Lieber XXX Floco oder was auch immer. Hahaha. Genau. Okay, als nächstes kommt, wen habe ich hier noch nicht bewertet? Ich glaube, den Jack FIFA in der PAX Army ist er. Okay. Wahrscheinlich so ein Fanclub von PAX Trader. Kann ich mir vorstellen. Schauen wir doch mal sein Team an. Sieht auch auf jeden Fall nice aus. Er hat viele Ligen mit drin. Er hat Premier League, er hat Bundesliga mit drin. Und Grimaldo, wo kommst du her? Okay, er kommt auch, und er hat auch spanische Liga. La Liga hatte mit drin. Nice auf jeden Fall. Du hast ordentlich hier was angebunden, kann man schon sehen. Du hast das ordentlich alles schön verknüpft. Also, Props gehen raus an dich. Hast du ordentlich gemacht. Hast du wirklich ordentlich gemacht. Und ja, jetzt gucke ich mir mal das Team an. Also Sergio Ramos, Akanji, Kimmich. Also natürlich, Ramos sticht hier raus. Ist ja klar, mit seiner 95. Eine kleine Sache. Und zwar hat Ramos halt 4 Links könnte er halt haben und er hat halt leider nur einen. Deswegen gebe ich einen halben Punkt Abzug, aber trotzdem richtig nice Team mit Mané, mit Aubameyang, mit Reus, mit Luke Bakio. Einfach nur krass und deswegen gebe ich dir eine 9,5 von 10. Nice auf jeden Fall. 9,5 von 10 für dich, lieber Jack FIFA
By the way, da wollte ich auch dich mal fragen, wann machst du mal wieder ein Video? Oder bist du noch auf YouTube aktiv? Schreib gerne mal in die Kommentare, wenn du es nicht siehst. Schreib das gerne mal in die Kommentare. Okay, wir sind schon bei 19 Minuten Video. Also es geht ja eigentlich noch. Vielleicht wird es doch keine Stunde. Weil die letzten Videos, Teams bewerten Videos, wurden immer eine Stunde. Mindestens. Ich glaube, eins sogar eine Stunde elf oder so. Dann, als nächstes der gute HustG123. Schauen wir doch mal sein Team an. 112, 190. Der ist in meiner Liga. Also kommt auch gerne in meine Liga, wenn ihr noch nicht drin seid. Und wenn ihr noch keine andere habt. So, sein Team ist auch auf jeden Fall ordentlich, denn man sieht ja auch gleich wieder Bundesliga. Und hat diesen Davis, das ist krass. Dieser Davis hier von ganz am Anfang, das hätte ich nicht gedacht, dass es jemand durchzieht. Aber das ist ja schon wirklich ordentlich. Also ich würde dir zwar den Davis vom Bundesliga-Rivalen-Event empfehlen, aber wenn du mit dem spielen willst, ist es auch kein Ding. Ich gebe dir jetzt keinen Abzug deswegen, aber... Nice auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand solche Spieler noch drin lässt. Sonst natürlich Bundesliga-Team, außer halt Abraham. Ist mir jetzt aufgefallen. Genau, Abraham ist natürlich keine Bundesliga. Wäre auch zu schön, wenn er Bundesliga wäre, aber ist er ja halt leider nicht. Und ja, Reus ist leider auf der falschen Position. Deswegen ein Punkt Abzug. Aber sonst richtig nices Team. Abraham sticht natürlich auch raus mit 95 und natürlich auch Gnabry mit seinen 97. Ey, das ist echt krass, dass du Gnabry hier auf 97 hast. Und ja, dann würde ich jetzt auch sagen, das ist eine 9 von 10 für dich, lieber HustG123. Okay, nächstes Team. Wer ist denn als nächstes dran? LOL hat eine Spielerin. Nee, LOL jetzt nicht. Ich nehme gerade auf. Reaktion, okay, schauen wir mal sein Team an, 116, 200, okay, auch ordentlich, wie man hier auch gleich mal sieht, er hat Lasagna, Zidane, Martial, Kluivert, Mascherano, Gnabry, Trimmel, Bonucci, Cannavaro und Davis und im Tor Donnarumma, aber nicht, da würde ich natürlich dir die Karte von POTM empfehlen, auch wenn der auch 8 Millionen wert ist, aber das wäre schon mal ein bisschen besser, aber ich gebe dir natürlich keinen Abzug dafür, aber trotzdem kann ich dir empfehlen. So, und ja, was kann man dazu sagen zu diesem Team? Es ist richtig nices Team, du hast auf verschiedenen Ligen auch alles so zusammengebaut, mit Mascherano und so, und halt auch Trimmel, dass du auch Union Berlin-Spieler hier eingebaut hast. Nices Team, muss man schon sagen. Auch mit Martial sticht natürlich heraus mit seinen 100. Also Martial auf 100, gönn dir Reaktion. Und ja, ich würde dann auch an dieser Stelle sagen, ich glaube, ich gebe dir hier nirgendwo Abzug, denn alle auf der richtigen Position, alle ordentlich. Und ja, dann gebe ich dir im Endeffekt auf dieses Team eine... Genau, 10 von 10. Eine 10 von 10 für dich, lieber Reaktion. Ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht. Sorry. Okay, als nächstes der Ikona Vulkan. Schauen wir doch mal sein Team an. Der gute Retro Games. 115, 180, okay. Also er hat Isco, Lasagna, Carlos Perez, Kuke, Arthur, Herrera... Sabit, okay, also dass er Herrera, man kennt ihn, wenn der Herrera drin hat, das finde ich echt krass, weil die Karte sieht man auch nicht so oft. Dann Nacho Fernandes, Sergio Ramos und Cannavaro, also natürlich sticht hier der gute Sergio Ramos raus mit seinen 98 und im Tor Handanovic, okay. Also das ist wirklich krass, dieses Team gefällt mir. Es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ich gucke gerade mal nach. Alle Spieler sind auf der richtigen Position. Und auch alle haben gute Links. Außer, oh, das ist mir jetzt aufgefallen. Der gute Lasagna. Der gute, gute Lasagna hat leider, wirklich leider, ja, nur einen Link von 4. Deswegen gibt es minus 0,5 da. Und ich muss kurz gucken. Sind die alle aus der gleichen Liga? Das ist Serie A. Nee, okay. Sind nicht alle aus der gleichen Liga, okay. Deswegen, ja, würde ich jetzt auch sagen, das ist eine 9,5 von 10 für dich. 9,5 von 10 für dich, lieber Ikona Vulkan oder auch Retro Games. So, als nächstes haben wir hier, wen haben wir hier als nächstes? Den guten
Günd, a.k.a. Tina John. 113, 180. Boah, meine Stimme. Nice Team, schau mal mit Klose. Klose der Ehrenmann. Klose von drin als Ehrenmann. 91er Klose mit Angelino, McKenny, Nkunku, Witze, Sabitzer, Klostermann, Akanji, Elvedi und Davis. Ja, natürlich würde ich dir raten, den guten Klostermann auf 90 zu trainieren. Hat jetzt keine Auswirkungen in meiner Bewertung, aber würde ich dir einfach raten. Und natürlich, auch wenn Klose jetzt hier nicht den höchsten Guesswert hat, ist er schon ein ordentliches Augenmerk. Muss man schon mal sagen, hier der gute Klose auf 91 trainiert. Das ist echt stark. Das ist bockstark. Aus welchem Team wurde denn hier? Ah, hier ist SV Werder Bremen. Und ja, ich glaube, alle Spieler kommen aus der Bundesliga. Genau, alle Spieler kommen aus der Bundesliga. Und deswegen würde ich auch sagen, dass du da noch einen halben Punkt oben drauf bekommst als Zusatzpunkt. Sommer ist auch noch richtig nice, den habe ich ja auch. Und ja, ich glaube, da kann ich nicht anders als, ja, zu sagen, 10 von 10. Denn alle haben einen guten Link, alle aus der Bundesliga. Und 10 von 10 für dich, lieber Günd, a.k.a. Tina John. So, wer ist als nächstes hier? Der Thomas. Der Thomas als nächstes hier. Ich weiß gar nicht, wer das ist auf YouTube, aber gerne, du hast keine Liga, also gerne auch kannst du doch bei uns reinkommen. In unsere Liga. Magst du aus dem Schacht YT. Ich glaube Army danach noch, ich weiß es nicht. 110, 180, okay. Mit Nübel im Kasten. Er hat den Nübel im Kasten. Oh, ich weiß nicht, ob der auch so patzt. Ob der Ingame auch so patzt wie in Real Life. Ja gut, no front. Aber deswegen würde ich jetzt auch nichts abziehen, ist ja klar. Sonst ist eigentlich alles aus der Bundesliga, oder? Der Dani Olmo, der kommt doch auch von Leipzig, genau. Der kommt von Leipzig. Und ja, so ein nices Team, auf jeden Fall Bundesliga-Team, habe ich ja schon gesagt. Und Luke Bacchio, Werner, Raman, Palacios, Dani Olmo, Neuhaus, Pavard, Borno, Alaba, Davis und im Kasten den guten Nübel. Okay, also ein ordentliches Team, richtig nice Team natürlich auch, weil Luke Bacchio auf 94 und Davis auf 94, das sind so ein bisschen Augenmerk in deinem Team. Und ja, ich denke, ich gebe dir hiermit auf dieses Team, weil auch Bundesliga-Team noch obendrein ist, eine 10,5 von 10 für dich, lieber Thomas. Nice Team, mach weiter so. Und genau, also halt die 0,5 nochmal wegen der Bundesliga. Okay, wen hatte ich hier noch nicht? Okay, Ryan, den guten Ryan. 107, 170, okay. Alles klar, der Liganame ist auch perfekt. Und schauen wir doch mal sein Team an, okay. 107, 170, das sieht ja schon mal ganz nice aus. Also er ist auf jeden Fall auf Premier League gegangen. Und jetzt weiß ich nicht ganz, ob die alle aus der auch in der Premier League spielen. Also, er spielt auf jeden Fall. Chilwell spielt auf jeden Fall. Aber David Luiz auch. Ne, bei Arsenal, stimmt. Aber ich glaube, die anderen sind auch alle aus der sind auch alle aus der Premier League. Ich glaube auch Henderson, Azpilicueta, Cannavaro. Spielt er auch? Ja, okay. Cannavaro nicht. Deswegen, ja, Kann ich dir leider keinen halben Zusatzpunkt geben. Trotzdem muss ich sagen, nices Team hier auch, dass das mal. Es gibt wenig, die auf Bundesliga, also genau, Bundesliga gibt es viele, aber die auf Premier League gehen. Deswegen, ja, was kann ich dir dazu noch sagen? Nices Team hier mit auch Castillo, Tini, Salah, Ruben Neves und ja, was kann man da noch sagen? Ich gebe dir auf dieses Team. Ah! Oh, ich hätte fast was vergessen. Leider hat Henderson die falsche Position. Deswegen ein Punkt Abzug. Deswegen gebe ich dir eine 9,5 von 10. Eine 9 von 10. Sorry dafür, aber ich denke, wenn du vielleicht Henderson austauschst oder mal eine andere Formation nimmst, dann wird es auch beim nächsten Mal eine 10 von 10. Kann ich dir versprechen. So, weiter geht's hier auch an dieser Stelle, denke ich, mit, keine Ahnung wem. Wen hatte ich denn hier noch nicht? Den guten Tizi. Auch keine Liga. Also wenn ihr eine Liga sucht, gerne macht aus dem Schacht YT. Ich weiß nicht, ob Army oder so. Müsste ich nachschauen. Dann schauen wir mal sein. Also auf jeden Fall ist er auf Bundesliga gegangen. Außer halt Donnarumma und Henri. Aber hier auch Bundesliga-Rivalenspieler sind auch am Start. Mit Neuhaus, Sabitzer, Bender. Okay, Sergio Ramos hat er auch noch drin.
aber Akanji, Davis, Rashica, Klaassen, Reus und Henry. Okay. Richtig nices Team. Auch hier mit Bundesliga-Rivalen-Spielern finde ich echt gut. Auch Donnarumma auf 96 trainiert. Und ja, Henry hat leider nur 91, aber das ist jetzt nicht so schlimm, kann ich schon sagen. Und ja, das Einzige, was mir halt ein bisschen auffällt, ist halt, dass Sergio Ramos nur 1 von 4 Links hat. Deswegen, ja, ne, gebe ich dir einen Punkt, deswegen auch Abzug. Aber trotzdem landest du am Ende auf 9 von 10, weil nices Team hier mit Rashica, mit Klaassen, habe ich ja alle schon aufgezählt. Nice Spieler und genau, dann würde ich jetzt auch sagen, eine 9 von 10 für dich, lieber Tizi. So. Jetzt müssten wir doch bald mal durch sein, oder? Der Ja-Sein, den hätten wir fast vergessen. Das war auch mit einer der, der oft auch mal gesagt hat, ach komm, bewerte mal wieder Teams und so. Ja, natürlich no front, aber du bist mir schon so aufgefallen. Nein, natürlich alles Spaß. Also 101, 160 hat er und er ist natürlich auch hier in der Ehrenliga. In der Ehrenliga, in die auch alle reinkommen dürfen, ist ja klar. Und ja, Neuer, Coutinho, Thuram, Raman, Goretzka, Darida, Tolisso, Kimmich, Brooks, Elvedi und Davis. Bundesliga-Team gibt schon mal einen halben Punkt oben drauf. Sonst Bayern-Spieler und ja, viele Bayern-Spieler. Kimmich, Tolisso, Goretzka, Coutinho, Neuer. Das sind alles Bayern-Spieler. Ich glaube, jetzt habe ich irgendjemanden vergessen, oder? Ja, Davis habe ich vergessen. Also es sind viele Bayern-Spieler. Finde ich jetzt nicht schlimm. Ich bin jetzt kein Bayern-Fan, aber ja, soll jeder machen, wie er es möchte. Und ja, genau, der, jeder soll es machen wie Nolte. Der macht es, wie er es wollte. Und ja, ich denke, am Ende kann ich dir auf dieses Team eine 10,5 von 10 geben, weil alle auf der richtigen Position, alle super verlinkt, überall gibt's Links. Nices Team, richtig nice Team, mach einfach weiter so. Dann schaffst du auch noch die 120 und was auch immer. Oder vielleicht noch höher, denn ja, wenn es weiter so geht mit Bundesliga, warum nicht weitermachen? Genau, 10,5 von 10 für dich. Richtig nice Team. Yasan BSYT. So. Tizi, Tizi hatten wir, Jack FIFA hatten wir. Stürmi. Ah, der spielt, glaube ich, gar nicht mehr. Ich habe, der spielt gar keinen FM mehr. Ich glaube, das brauche ich jetzt auch gar nicht zu bewerten. Also, Chemie hatte ja nur 28, aber das bewerte ich halt bei ihm auch nicht, weil ab 93 wird ja auch, ist halt erstes mit der mindestens 160 Chemie. Ja, dieses Team bewerte ich nicht, Stürmi. Stürmi, das Team bewerte ich nicht, aber ja, vielleicht später irgendwann mal, wenn du, ich glaube, du spielst aber auch gar nicht mehr, 2021, sehen wir uns wieder, denke ich, in FM. Ich denke, ja, dieses Team bewerte ich einfach mal nicht, okay? Gut, ZLM Benny habe ich noch nicht bewertet. 160, 170. Er ist bei BM Football, okay, also bei, auch bei Ben drin. Okay, der hat schon mal, der hat sich auf jeden Fall hier ein paar Icons gegönnt. Hernandez, Rui Costa, Klose Ehrenmann, hat Klose. Er hat auch Milinkovic-Savic, okay, den krassen Torhüter. Und er hat auch Sancho, er hat einfach bei 106 Guests Sancho. Das ist krass. Dann noch Cannavaro und Petit. Also wirklich richtig nices Team. Richtig, richtig nices Team. Auch Romagnoli, der passt auch auf jeden Fall ordentlich bei dich, genau, bei dich ins Team, man kennt ihn. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Und ja, was kann man dazu noch sagen? Alle liegen, ordentlich viele auch liegen, eingebunden. Und genau, also mir gefallen alle Spieler, natürlich ist Sancho. Das ist einfach ein Augenmerk. Das ist ein Augenmerk. Schaut ihn euch an, wie er blinkt. Das ist einfach krass. Einfach krass, diese Karte. Und ja, da würde ich jetzt auch sagen, auf dieses Team gebe ich dir eine ganz, ganz klare 10 von 10 für dich, lieber ZLM Benny. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Wir haben noch viele Teams vor uns. Der gute Lahnbahn ist als nächstes dran. Der Lahnbahn. Ja, moin. Der gute, gute Lahnbahn. Okay, schon 34 Minuten Video. Also das wird echt wieder ein ordentlich langes Video. Okay, Lahnbahn. Okay, also ich glaube, ich frage mich jetzt an dieser Stelle, warum hast du Leibold und Garcia mit dabei?
Da muss ich dir leider 2 Punkte abziehen. Wegen halt zweimal Spieler, die halt total unter dem Guesswert sind. Aber warum hast du die im Team? Also kannst ja gerne mal kommentieren. Sonst ein heißes Team mit Mere, mit Rajica, mit Dani Olmo, mit Palacios, mit Bono, mit Akanji, Nkunku, Nabri und Dini von drin. Dini, ja, kann man machen, muss man nicht. Gebe ich jetzt keinen Abzug für. Aber ja, passt es halt nicht so ganz zu deiner Teamstruktur. Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Und ja, sonst gucke ich gerade. Sonst eigentlich alle auf der richtigen Position. Sonst alles ordentlich. Ja, ich gebe dir mal eine 8 von 10. Aber halt auch nur wegen Leibold und Garcia. Warum hast du die im Team? Also kommentiere gerne mal unter diesem Video, weil das würde mich mal echt interessieren. Weil da gibt es ordentliche Spieler. Wahrscheinlich ist es auch nur, hast du die einfach so mal reingestellt. Keine Ahnung, hat es jetzt nicht damit gerechnet, dass ich heute aufnehme. Naja, trotzdem 8 von 10 ist nice, aber ich kann es auch gerne bei dir nochmal bewerten, wenn du andere Spieler drin hast. Kann ich dann auch mal in einem Livestream oder so machen. Mal schauen. Gut, wen haben wir hier noch nicht? Ich habe schon ordentlich viele hier bewertet. Bean Hoppe hatte ich noch nicht, okay. Schauen wir mal das Team an. Also keine Liga, gerne auch in die Macht aus dem Schacht YT. Ich weiß jetzt nicht, Army oder so. Weiß ich gar nicht, wie das ist. Aber gerne auch reinkommen. Könnt ihr gerne alle reinkommen. Ja, und auf dieses Team, ja, das sieht schon das wirkt ordentlich auf mich. Denn das ist einfach Bundesliga, wie das gibt, wieder wahrscheinlich einen halben Punkt oben drauf. Ich gucke gerade, ja, es ist alles, genau, es ist alles Bundesliga. Alles Bundesliga. Plattenhardt, Ginter, Abraham, Leinert, Zakaria, Sabitzer, Arnold, Hakimi, Paulsen, Sancho und im Tor den guten alten Kevin Trapp. Ja, was kann man dazu noch sagen? Alle auf der richtigen Position, alle super angebunden und ja, was kannst du dazu noch sagen? Was willst du dazu noch sagen? Richtig, richtig nice Team, auch einen halben Punkt obendrauf halt, wegen alle Spieler aus einer Liga. Und ja, dann würde ich jetzt auch sagen, das ist eine 10,5 von 10 für dich, lieber Bean Hoppe. Okay, weiter geht's hier mit welchem Team? Also, welches Team hatte ich noch nicht, ist hier auch die Frage. Das Team vom Mama. Okay, schauen wir mal sein Team an. 79? Ja, moin. Das ist komisch. Also, du hattest auf jeden Fall ein höheres Team. Weil 79 hast du doch nie im Leben. Warum hast du so ein Team eingestellt? Also, dieses Team werde ich jetzt auch nicht bewerten oder so. Aber schreib gerne mal in die Kommentare. Du hattest doch ein höheres Team. Also, schreib gerne mal in die Kommentare. Ich kann dein Team auch gerne nochmal in einem Livestream oder so mal gern bewerten. Aber das hier möchte ich jetzt einfach auch nicht bewerten für dich. Ist wahrscheinlich auch besser so, aber schreib gerne in die Kommentare, warum hast du dieses Team aktiviert? Da frage ich mich auch immer. So, weiter geht's mit dem Nächsten. Wer ist der Nächste? Gamer Vielfalt, ich glaube, der spielt auch nicht mehr. Nee, der spielt nicht mehr. Der spielt nicht mehr, braucht man gar nicht gucken. Der spielt nicht mehr, oder? Hatte Spieler aus... Nee, der spielt nicht mehr. Der hat auch keine Spieler aus neuesten Events drin. Er spielt auch leider nicht mehr. Können wir leider nicht bewerten. Sonst habe ich, glaube ich, alle... Oder PSG habe ich noch nicht. Saufautomaten. Perfekter Liga-Name. Perfekte Liga. 32 Mitglieder, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass so eine Liga so viele Mitglieder hat. Okay, schauen wir uns doch mal das Team an hier. Sieht aus wie Bundesliga. Nein, der Meré, der macht alles kaputt. Der hätte, ohne Meré hättest du einen... Ja... Ohne Meré hättest du 0,5 Punkte oben drauf bekommen. So ist es jetzt nur 10 von 10. Aber was heißt nur 10 von 10? 10 von 10 ist das Beste, was man haben kann. Das Beste, das Allerbeste, was man haben kann. Alle Spieler sonst gut verlinkt und auch alle auf der richtigen Position. Was willst du da noch machen? Was willst du da noch sagen zu diesem Team? Alles Bundesliga, außer halt Meré. Meré ist so das schwarze Schaf unter den 11 Spielern. Und ja, also... Wäre schon nice, wenn du vielleicht mal, oder Manuel Neuer, oder einen Gulaschi, einen Sommer oder so, kannst du ja reintun. Und ich denke, dann wirst du auch, beim nächsten Mal vielleicht auch eine 10,5 von 10 haben, denke ich. Und,
Ja, also zu diesem Team kann ich nur sagen, 10 von 10 und darüber sollte man sich auch nicht ärgern, weil 10 von 10 ist einfach das Höchste. Es wäre in der Schule eine 1 und genau. Warum sollte man sich über so etwas ärgern? Genau, so, weiterhin geht's, mein Kätin. Weiter geht's hier mit dem Guten. So, ich glaube, wir haben jetzt alle, oder? Haben wir alle? Jemanden vergessen? Enes25 habe ich vergessen. Enes25, 122, 220er Team. Alles klar. Das ist krass. Nen Erna deshalb davon drin. Genauso wie ich. Dann noch Donnarumma, Sancho und Zidane. Sancho und Zidane und Sergio Ramos sind so wirklich die Blickpunkte in diesem Team. Wo wirklich hier auch jeder drauf schaut. Dann Rakitic, Neymar, Gnabry, Bender, Sergio Ramos, Cannavaro und Davis. Ja, was kann man noch dazu sagen? Eigentlich gar nichts. Alle Spieler ordentlich angebunden, alle richtig angebunden. Krankes Team, einfach nur krankes Team. Krank. Geisteskrankes Team. Und ja, was willst du dazu noch sagen? Was will man dazu noch sagen? Ja, ich glaube aber, die sind nicht alle aus der gleichen Liga oder so. Deswegen auch 10 von 10 für dich, lieber Enes25. Richtig nice Team vom guten Enes. 10 von 10. So. Haben wir jetzt alle, ich muss kurz gucken, wen habe ich hier noch nicht gehabt, die hatte ich alle, Fortuna und 19 TOST, 92 hat 129, aber zuerst Fortuna, erst nochmal Fortuna, Packstrader Army, okay, 125, 230, oh, Alter, was will man dazu noch sagen, Leute, schaut euch dieses Team an, Neuer auf 100, Hazard auf 100, Zidane auf 100, Bale auf 100, Sergio Ramos auf 100, Werner auf 100. Einfach krank. Krank. Einfach nur. Dieses Team ist absolut krank. Was kann man noch dazu sagen? 125, 230, ey. Wow. Das ist einfach nur krass. Krass. Was willst du dazu noch sagen? Also viele Realspieler hast du drin und ja, außer halt Sergio Busquets und Werner und Neuer, aber wow. Richtig, richtig nice. 24 Ränge. Das ist alles verdient. Du hast alle auf der richtigen Position und was willst du dazu noch sagen? Das ist eine 10 von 10. Das ist eine ganz, ganz klare 10 von 10. Hätte ich mir das Team eigentlich gar nicht anschauen brauchen. Auch vielleicht hättest du was auf der falschen Position, aber ey, was willst du dazu noch sagen? Und Werner hat jetzt auch nur zwei Links, deswegen kann ich dir auch nicht sagen, dass es auch falsch angebunden ist oder so. Deswegen, wow. Wow für dieses Team. 10 von 10 ist klar. Ganz klare Sache. Genau, so. Dann fehlt als allerletztes noch der 19 TOST 92 und auf dieses Team. Bin ich richtig gespannt. 129, 240. Was erwartet mich hier? Was erwartet mich jetzt? Wow. Das ist krass. Dieses Team ist unmöglich. Neuer auf 100. Lewandowski auf 100. Coutinho auf 100. Klaassen auf 100. Davis auf 100. Süle auf 100. Was willst du denn machen? 28 Ränge. Ey, das ist unfassbar, dieses Team. Dieses Team ist unfassbar. Und ich schaue gerade nach. Alles aus der Bundesliga. Du kriegst noch einen Punkt oben drauf. Und wow. Neuer sogar auf 101. Wow. Das ist einfach krass. Krank. Und so wie dein Team aussieht, denke ich, werden auch die beiden nächsten Spieler sein, die auf 100 kommen. Kabak und Müller. Kann ich mir bei dir vorstellen. Also wirklich. Dein Team. Unmöglich. Unmögliches Team. 10,5 von 10. Was willst du da noch sagen? 19 TOST 92. Ey, unfassbares Team. Props gehen raus. Ey, wenn wir irgendwann mal spielen können, wäre das echt krass. Wäre es richtig Ehre, wenn wir mal gegeneinander spielen können. Ich würde gerne mal sehen, was so ein 129er Team alles so kann. Okay, damit sind wir mit der FL durch. Und dann gehen wir in die Liga.
Da sind nämlich auch noch ein paar Leute drin, die bewertet werden wollen. Und die ich auch noch nicht bewertet habe. So. Zum Beispiel der gute Zeus Diamant 1. Können wir mal sein Team anschauen. So, 113, 180. Schon mal gute Bewertung. Schon mal richtig nice. Oh, der hat Van Dijk. Der hat Van Dijk und Best. Best ist Best. Haben wir ja von Pax Rare gelernt. Also, George Best von drin. Richtig nice. Dann Nelson Semedo, Cannavaro, Van Dijk, Jordi Alba, De Jong, Rui Costa, Arthur, Mane und Neuer. Oh, er hat diese Neuer-Karte. Also, ich würde dir erstmal raten, dass du vielleicht mal die von die Mondneuers-Neuer-Karte halt dir kaufen könntest. Ich glaube, der ist auch nur bei 9 Millionen, 8 Millionen oder so. Das würde auch wahrscheinlich besser ins Team passen. Aber da gebe ich dir jetzt keinen Abzug, weil das ist auch ein richtig, richtig nices Team. Ja, Verbesserungsvorschläge habe ich eigentlich nicht, denn du hast alle auf der richtigen Position, alle gut verlinkt. Was willst du noch sagen? Was willst du noch sagen? Du kriegst von mir eine 10 von 10. 10 von 10 für dich, lieber Zeus Diamant 1. Nices Team. Richtig nices Team. Okay, als nächstes. Wen haben wir hier drin? Der auch noch aus, der mich auch kennt, weil ich glaube, bei denen bin ich mir nicht sicher. Also, Leute, falls ich euch hier in der Liga jetzt nicht mit irgendwie bewertet habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Denn, ja, ich weiß jetzt nicht von denen, die hier noch dabei sind, ob ihr mich auch kennt. Also, Gamerbro kennt mich auf jeden Fall. Grüße gehen raus an dich. Bist ein richtiger Ehrenmann. Bist ein richtiger Ehrenmann. Nur leider muss ich dir halt. Ah, das ist jetzt. Das ist der erste, bei dem ich bei der wegen der Chemie was abziehen muss. Du hast halt leider nur 140 Chemie. Dann muss ich dir 2 Punkte abziehen, weil es halt noch 20 Punkte fehlen bis zu 160. Und ja. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Vielleicht kannst du hier noch was rausreißen. Ist das Bundes. Das ist Premier League, okay. Ist das auch Premier League? Ich weiß ja gerade gar nicht, ob die ganzen Spieler alle Premier League sind. Rui Patricio ist auch Premier League. Ich weiß jetzt nicht, ob alle Premier League sind. Ja, ich muss jetzt auch erstmal nachschauen. Ja, also ich glaube, du kriegst noch einen halben Punkt oben drauf, weil sei es auch. Ja, also du hast auf jeden Fall alle aus der Premier League. Das bedeutet, du kriegst schon mal einen halben Punkt oben drauf. Und sonst dein Team. Ey, das habe ich dir schon mal gesagt, auch privat gesagt. Richtig nices Team, dass du auch mit 100er Bewertung schon so ein Team hast. Auch super alle verlinkt, alle auf der richtigen Position. Was willst du da machen? Ja, Rui Patricio ist halt vielleicht so die einzige Baustelle in deinem Team. Sonst, aber da werde ich dir nichts abziehen. Nices Team. Richtig nices Team. Grüße gehen raus an dich. 8,5 von 10 für dich. Halt auch nur wegen der Chemie. Ja, ist ein bisschen blöd, aber einfach auf die Liga-Turniersiege gehen. Du bist ja bei mir in der Liga. Also gewinnen wir einfach mal ein bisschen was. Das Liga-Turnier, was jetzt halt gerade ist. Das werden wir auch gewinnen. Sieht man ja auch. Und ja, also Vorteile machen und Vorteilspunkte ausgeben. Und dann wird das auch eine 160er Chemie. Und dann würde ich auch sagen, das ist eine 8,5 von 10 für dich, liebe Gamer Bro. So, weiter geht's hier. Ich weiß nicht, fehlt hier noch jemand aus der Liga, der mich auch kennt? Yasan habe ich, FC Nils. Ich bin mir halt nicht sicher, ob die mich kennen. Wir sind jetzt schon bei Minute 48. Alles klar. Interessant. So, okay. 95, 140er Team. Und da gebe ich dir auch leider 2 Punkte halt Abzug wegen, ja, der Chemie. Hey, du hättest halt eine 160er Chemie gebraucht. Aber ja, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Denn dein Team sieht aus, als wäre alles. Lass mich kurz gucken. Alles aus der Premier League. Alle Spieler, Daniel Podenz, du auch? Ja, genau. Alle Spieler aus der Premier League. Bedeutet. Ach, ja, doch, okay. Leno ist auch Bundesliga. Ja, moin. Ist auch Premier League. Bedeutet eigentlich aus meiner Sicht, du bekommst noch einen halben Punkt oben drauf, weil halt alle aus der Premier League sind. Und, ja, sonst richtig nices Team. Richtig nices Team. Alle richtig gut verlinkt. Alle auf der richtigen Position. Und ja, was willst du machen? Was willst du machen? Man muss ja gar nichts machen, denn das ist einfach ein richtig nices Team. Und ja,
Das ist ordentlich. Das ist eine 8,5 von 10. Denn, ja, halt leider nur 2 Punkte auch Abzug wegen der Chemie. Aber ist jetzt im Endeffekt auch nicht so schlimm. Denn 8,5 von 10 kriegst du ja ordentlich. Also auch wie auch hier gesagt, einfach auch hier die guten alten Rangpunkte, ne, nicht Rangpunkte, sondern Vorteilspunkte bekommen und dann auch ein bisschen anwenden. Dann kriegst du auch die 160er Chemie. Okay, als nächstes haben wir den Diego 2007003. Man kennt ihn. Man kennt ihn auf jeden Fall. 92-120. Schauen wir doch mal sein Team an. Also er hat auf jeden Fall Kluivert, Marc Rocker, Thiago Koke, Nacho Fernandes. Okay, er hat die Karte. Raul Albiol, Yeray und Reguilon. Okay, also ich kenne die Spieler jetzt nicht so krass. Im Tor einen Guaita, also Loren hatte auch noch. Und einen Müller. Also die Spieler, also manche kenne ich jetzt nicht, aber trotzdem, die scheinen ja ganz gut zu linken, kann man schon sagen. Ich gebe dir 2 Punkte Abzug. Und das ist einmal wegen Kluivert, weil er leider nicht, oder? Ja doch, weil er leider nicht angebunden ist, gebe ich dir 1 Punkt Abzug. Und bei Müller, weil er halt auf der falschen Position ist, gebe ich dir auch 1 Punkt Abzug. Da kommst du im Endeffekt auf eine 8 von 10, weil sonst ist es ein richtig, richtig, richtig nices Team. Das will man mal hier mal gesagt haben, weil das ist ordentlich. Hier auch, dass du auch andere Spiele nimmst, nicht immer nur die gleichen, die anderen auch nehmen, weil hier zum Beispiel Regulon, ich glaube, den hat nicht, der ist nicht so oft verwendet worden. Auch ein Marc Rocker sehe ich auch nicht oft. Sehe ich auch nicht oft, oder auch ein Thiago. Oder auch ein Kluivert und ein Yeray. Das sind alles, die ganzen, eigentlich alle Spieler sehe ich nicht so oft. Auch Guaita zum Beispiel. Also wirklich nice. Wirklich, wirklich nice. Und bei dir, du hast ja noch ein Team unter 93, hast noch Glück gehabt, kriegst du nichts wegen der Chemie abgezogen, aber im Endeffekt eine 8 von 10 für dich. Genau, eine 8 von 10 für dich, lieber Diego. Und dann kommen wir auch zum letzten Team der heutigen Folge und ja, 176 vom Gyu, okay, interessanter Name, kann man schon mal dazu sagen. Er hat ein Bundesliga-Team. Er hat ein Bundesliga-Team und ein richtig starkes Bundesliga-Team. Trimmel, Bono, Kabak, Davis, Kostic, Kamada, Palacios, Dani Olmo, Gnabry, Player und ein Castells im Kasten. Kasten kannst du vielleicht nochmal auswechseln, ein Neuer oder so, ein Kulaschi oder ein Sommer. Aber sonst richtig nices Team. Hier auf Bundesliga gegangen, kriegst einen halben Punkt oben drauf. Oh, schau mal, wegen der Bundesliga. Und ja, was willst du noch dazu sagen? Richtig nices Team. Alle auf der richtigen Position. Alle richtig gut verlinkt. Was willst du da noch machen? Denn das ist einfach aus meiner Sicht eine 10,5 von 10 für dich, lieber Gyu. Und ja, Leute. Dann haben wir es jetzt auch eigentlich geschafft für die heutige Folge. Ich bewerte eure Teams. Und ja. Also richtig, richtig nice Folge war es schon mal. Also wie lange geht es jetzt? 53 Minuten. Also ein bisschen kürzer als die letzten Folgen. Aber ja, ich hätte jetzt auch draußen sein können und irgendwas anderes machen können bei dem schönen Wetter bei mir, was es gerade ist, weil ich hier so aus dem Fenster gucke. Aber ja, ihr wolltet unbedingt, dass ich Teams bewerte, dann mache ich das natürlich für euch, weil ihr auch schon lange das wolltet. Und ja, dann würde ich euch noch einen schönen Abend wünschen. Und seid auf jeden Fall beim Stream dabei. Nicht vergessen, Stream einschalten, morgen 17 Uhr. Und dann würde ich jetzt auch an dieser Stelle sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.